Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier auf der Argo hier in Drone Swarm. Los geht's zur Festung. Achso, wir gucken nochmal kurz, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Oh. Da müssen wir hin. Die Angriffsschleife wird verdoppelt. Das lohnt sich. Direkt gucken. Schon wieder diese Scavenger-KI. Schon lange nicht gesehen, ne? Hier ist hinüber. Ist auch hinüber. Ich dachte, er wäre hinüber. Wo kommt der denn her? Das war's aber noch nicht, oder? Das kann es nicht gewesen sein. Da fliegt hier noch so ein ganz kleines Dröhnchen rum. Nö. Man muss sich das durch den Kopf gehen lassen. Man kommt gerade ins System rein und kriegt direkt voll auf die Fresse von einer gigantischen Rakete. Das ist Effektivität. Uns fehlen übrigens nur wenige Drohnen. Muss ich sagen, finde ich gut. Kanone, Feuer. Gut. Brauchst du auch nicht mehr zu feuern. Achso, da oben steht's. 40 Sekunden müssen wir noch überleben. Hallo Schiff. War nicht sehr höflich hier. Warum so aggressiv? Also wirklich. Frechheit. Jo, unsere Rakete hat das Schiff zerfetzt. Da ist übrigens leider noch der Bubbel der Rakete. Also von dem Antrieb. So heißt es richtig. Unsere Rakete schwebte noch im Orbit. Sehr gut. Sehr, sehr gute Verbesserung, die wir natürlich annehmen. Und nun gehen wir zur Festung. Die anderen zwei Erweiterungen nutzen wir selten. Deshalb brauchen wir sie auch nicht. Praktisch, dass überall diese Portale sind. Um durch das Tor reisen zu können. Machen wir. Die Voa werden es uns wie immer nicht leicht machen. Wie merkwürdig. Ich war schon einmal an diesem Ort. Nur unter umgekehrten Vorzeichen. Was? Die Sensoren melden Warschiffe. Weitere Feinde im Anflug. So, machen wir ganz flott alles kaputt hier. Da noch ein paar hin. Da noch ein paar hin. Optimal. Und tschüss.
diese gigantische Rakete, die ready ist, aber nicht mit in den Warp geht. Finde ich super. Wir sind angekommen. Willkommen, Argo. Wir haben auf eure Ankunft gewartet. Ich werde euch in ein Geheimnis einweihen, das wir noch nie einem Außenstehenden verraten haben. Jetzt kommt's. Es sind die Koordinaten unseres geheimen, heiligen Planeten. Reist dorthin, dann werdet ihr mehr erfahren. Okay. Das klang etwas unheilvoll. Ich muss dir etwas sagen, bevor sie uns ihre heilige Welt zeigen. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Sie wäre perfekt als neue Heimat für die Menschheit, Carter. Ich erwarte zumindest einige hitzige Diskussionen, wenn der Rest sie erblickt. Die Welt ist jedoch nicht für uns bestimmt. Das Artefakt ist der Grund für meine Visionen. Und ich glaube, wir sollen seine Zerstörung verhindern. Wenn wir das nicht tun, ich weiß nicht, was uns in diesem Fall erwarten würde. Wo auch immer du bist, Aiden, denk ja nicht, dass du dich schon ausruhen könntest. Wir brauchen dich noch. Du hast sie gehört, Aiden. Keine Zeit zum Faulenzen. Eva verbringt ihre wenige Freizeit mit dem Studium der Sphäre und in welcher Weise sie mit ihren Visionen zusammenhängt. Sie glaubt im Moment, dass sie aus einer anderen Zeitlinie stammen, in der wir uns mit den Vor verbündet haben. Zeitreisen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal mit solchen Dingen beschäftigen muss. Durch das Bündnis mit den Vor wären wir zu Mittätern an einem Völkermord an den Dashan geworden. Ich hoffe, dass uns diesmal ein besseres Schicksal erwartet. Wie ihr wisst, haben die Dashan anscheinend eine Lösung für unser Planetenproblem gefunden. Eva, hast du vielleicht etwas hinzuzufügen? Nein, tut mir leid. Wir haben uns zu weit von der Zeitlinie in meinen Visionen entfernt. Ich glaube jedoch, dass das an sich ein gutes Zeichen ist. Wir müssen uns also auf unsere eigenen Stärken und die Unterstützung der Dashan verlassen. Wir haben auch ohne deine Visionen alles, was wir brauchen, um unsere Suche zum Abschluss zu bringen. Worauf warten wir also? Ich habe ein ungutes Gefühl. Das ist meine Vermutung. Möchte ich nur anmerken. 70 Tage sind wir schon weg, Leute. Auf zum Altar. Ich bin gespannt, was die Dashan uns zu bieten haben. Ich, für meinen Teil, erwarte rein gar nichts. Eva hatte recht. Dieser Planet sieht absolut perfekt aus. Vielleicht... Captain? Tut mir leid, ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Bevor ihr voreilige Schlüsse zieht, wir können euch diesen speziellen Planeten nicht überlassen. Er ist unserem Volk heilig, da er ein äußerst wichtiges Artefakt beherbergt. Wir teilen dieses Wissen mit euch, obwohl uns bewusst ist, welche Versuchung diese Welt für euch darstellt. Ja, da wir ihn nun schon gesehen haben, können wir vielleicht helfen, ihn zu beschützen. Es tut mir leid, dies ist nicht verhandelbar. Eva, was ist los? Diese Kopfschmerzen, sie werden von etwas auf dem Planeten verursacht. Ich auch. Alle Psioniker scheinen betroffen zu sein. Macht euch keine Sorgen um uns. Bitte fahrt fort. Das Wissen über diesen Ort wird nicht mehr lang vor den Vor verborgen bleiben. Sie werden versuchen, ihn und das Geschenk der Yutuli zu zerstören. Wir brauchen eure Hilfe, um dies zu verhindern. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie schwächen. Der Ältestenrat hat eine Lösung hinsichtlich einer neuen Heimat für euch gefunden. Ich kenne die Details nicht. Ich weiß nur, dass der erste Schritt dazu hier geschehen wird. Koordinatenempfang. Ja, lasst uns verschwinden. Die Kopfschmerzen bringen uns sonst um. Abflug. Ich bin mir deiner Warnungen bewusst, Eva. Aber wir sollten ihnen den Planeten einfach entreißen. Auf keinen Fall. Ah.
Sie haben unserer Erde richtig viele Lebensmittel geschickt. Das ergibt Sinn. Wir müssen ihnen vertrauen. Das Dashan-Kommandomodul haben wir freigeschaltet. Gut, nehmen wir mit. Das Wildtor. Wir sollen für Ablenkung sorgen, während die Dashan das Tor zu den Kernwelten der Vor untauglich machen. Okay. Angesichts der Tatsache, dass wir auch ihre Flottenproduktion lahmgelegt haben, sollte es eine Weile dauern, bis sie Verstärkung erhalten. Das ist optimal. Das heißt, wir zerstören direkt all das, was wir finden. Auf Anhieb. Präsenz feindlicher Vor-Schiffe bestätigt. Los geht's. Vor-Schiffe erfasst. Optimal. Sehr gut. Den haben wir auch. Den großen da lassen wir die Drohnen zerfressen, würde ich sagen. Optimal, sehr gut. Weiter geht's. Da kommen richtig große Dinger. Ja, habe ich mitbekommen. Alles gut. Captain, die Integrität der Hülle beträgt nur noch 50%. Alles gut. Feindliche Verstärkung im Anflug. Treffen wir? Nein. Vorsicht, die Integrität der Hülle ist auf 50% gesunken. Mal kurz den Kollegen hier ausschalten gehen, bitte. Warum treffen wir ihn nicht? Aha. Das tat ihm auf jeden Fall weh. Wir müssen dieses Tor untauglich machen. Los geht's. Oh, schön. Es tut weh, eine solch fortschrittliche Konstruktion zu beschädigen, wenn ich ehrlich bin. Warum? Das ist nicht der Punkt, Nathan. Was soll's? Unsere Arbeit ist getan. Lasst uns von hier verschwinden. Erstmal finde ich das geil gemacht, dass man von dieser eigentlichen Explosion nichts hört. Der Gag ist, eigentlich dürfte man hier oben ja gar nichts hören. Weder die Explosion der Schiffe noch sonst was. Ich glaube, es ist eine Art Warnsystem. Ich meine das Artefakt auf ihrem heiligen Planeten. Die Tatsache, dass ich die Einzige bin, die Visionen aus der Vergangenheit erhält, heißt, dass es einen Weg gibt, Erinnerungen zurück in die Vergangenheit zu schicken. Und du glaubst, die Sphäre hat diese Erinnerungen einer anderen Zeit für dich aufbewahrt? Genau! Okay. Kein Problem. Auf zur Klaue. Bin gespannt, wie viele Tage uns noch erwarten. Während die Vor mit den Folgen unserer letzten Aktion kämpfen, werden wir Warp-Bojen hinter ihren Verteidigungslinien platzieren. Dazu gut. Müssen wir jedoch einen Weg durch das Asteroiden finden. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir uns auch um diese Anlagen. Interessant. Ihre Schilde schmiegen sich beinahe perfekt an die Hülle ihrer Schiffe. Es wird uns einige Probleme bereiten, sie zu zerstören. Nach Quatsch. Easy going.
Integrität der Argo 75%. Alles gut, alles gut. Kann jemand mal... Warum stirbt dieses Ding nicht? Mein Gott. Aber jetzt flott. Gucken. Captain, die Integrität der Hülle beträgt nur noch 50%. Ich kriege es mit. Mein Schiff vergessen. Angriff. Sehr gut. Weitere Feinde im Anflug. Platziert. Lasst uns von hier verschwinden und die Dashan informieren. Achso, okay. Vielen Dank, Argo. Dank dieser Warp-Bojen können wir endlich den Hauptstützpunkt erreichen. Ja, manchmal können wir die gar nicht angreifen. Was ist mit unserer neuen Heimat? Uns läuft die Zeit davon. Man hat mir gesagt, dass all dies dazu beiträgt, eine neue Heimat für euch zu sichern. Ich weiß nur, dass die nächste Mission euch Klarheit verschaffen wird. Ich glaube an nichts mehr. Es wird immer kurioser. Immer wieder. Ich habe eine Theorie. Die fortschrittlichste Spezies, die wir kennen, sind die Yutuli, die Erschaffer des Artefakts. Nun ja. Und die Erschaffer der Sphäre. Genau. Mir gefällt ganz und gar nicht, worauf du da anspielst. Was, wenn sie auch die Erschaffer der Sphäre sind? Nun, falls wir ihnen je begegnen, sollten wir sie fragen. Sternenlicht verfügbar. Okay, das hört sich cool an. Auf der Suche nach... Verdoppelt die Wirksamkeit der Energiedrohnen. Auf zum Schnabel. Dank der Warp-Bojen können wir direkt zur Black-Ops-Station der Vor gelangen. Und dank der Dashan ist ihre Flotte anderweitig beschäftigt. Habt ihr gesehen, wie riesig diese Basis ist? Nee, noch nicht. Wie habt ihr unsere Verteidigungslinie durchbrochen? Da kommt die Kavallerie. Wir sollten sie gebührend empfangen. Die Sensoren melden Warschiffe. Die Zahl unserer Drohnen sinkt rapide. Ich weiß aber noch nicht warum. Sind das diese komischen Schiffe? Warum treffe ich das verfickte Schiff nicht da hinten? Jetzt aber. Okay. Leute,
Angriff. Das hat funktioniert im Übrigen. Warschiffe erfasst. Nicht alle erledigt. Ganz wichtig. Direkt auf die Schilde. Die Integrität der Hülle ist auf 75% gesunken. Habe ich mitbekommen. Die Sensoren melden die Ankunft des Flaggschiffs. Wir müssen der Schlange den Kopf abschlagen. Da oben das. Die Integrität der Hülle beträgt nur noch 50%. Ich hab's mitbekommen. Wow. Oh, das Schiff da ist ganz übel. Das Schiff da ist ganz übel. Das Ding da oben. Okay, Angriff. Der geht ja nicht. Scheiße. Gute Arbeit. Sehr gut. Das ist unsere Chance. Wir können jetzt den Hangar angreifen. Argo, folgt uns zu eurer neuen Heimat. Es wird nicht gut gehen. Ich habe ein böses Gefühl. Ein ganz böses Gefühl habe ich, Leute. Schaut euch den Hangar an. Er ist riesig. So unglaublich riesig. Wie prachtvoll. Wo ist nun unsere neue Heimat? Dieser Planet ist ungeeignet. Vielleicht gibt es dort ja unterirdische Höhlen. Das werdet ihr bald erfahren. Bitte was? Was für los eine geht's. Heftige Gegenwehr! Sie scheinen die Krönung der Ingenieurskunst der Vor zu sein. Die Sensoren melden Vorschiffe. Vorschiffe erfasst. Integrität der Hülle bei 50%. Na los, greif da an. Mach das Ding da oben kaputt. Hielen die sich gegenseitig? Wir haben gar keine Schnitte, Leute. Feindliche Verstärkung im Anflug. Noch mehr. Wow.
Stabilität der Hülle bei 25%. Das gibt's nicht. Die weichen aber auch super aus. Guck dir das an. Ich treffe ihn nicht. Jetzt aber. Gut, Angriff, Angriff. Hallo. Zerfetzen. Los, los, los. Okay. Gut. Angriff. Zerlegt dieses Scheißteil. Weitere Feinde im Anflug. Boah, Leute. Geht's. Projektile im Anflug. Wir müssen sie umleiten. Feindliche Verstärkung im Anflug. Habe ich mitbekommen. Das war knapp. Feinde im Anflug. Boah, das gibt's nicht, Leute. Wie viele Feinde sollen wir denn noch erledigen? Daneben, der sitzt. Integrität der Hülle bei 25%. Beschütze Diago. Bin dabei. Immer mit der Ruhe, bitte. Nun ja, was heißt hier mit der Ruhe, ne? Gut. Weitere Feinde im Anflug. Wow, 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 wow. Integrität der Hülle bei 15%. Unternimm etwas. Was mich so ein bisschen wundert, ist, ich kann die Türme nicht zerstören. Der Schwarm nimmt erheblichen Schaden. Ich kriege es mit. Ich habe ja nicht mal mehr einen.
Vorschiffe erfasst. Herrlich. Es wird eng. Unsere Hülle ist nur noch bei 25%. Ich weiß. Wir haben auch keine Drohnen mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch probiere. Captain, beschütze die Argo! Sofort! Wir sind bei 15%! Selbst Drohnen können diesem Beschuss nicht lange standhalten. Wahnsinn, Leute. Das war zu erwarten. Was ich noch nicht weiß, ist, wie ich da durchkomme. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Drone Swarm. Wir probieren nochmal die Mission von gestern. Schaut euch den hoffentlich jetzt besser. Was für eine heftige Gegenwehr. Sie scheinen die Krönung der Ingenieurskunst der Vor zu sein. Die Sensoren melden Vorschiffe. Vorschiffe erfasst. Los geht's. Als erstes kümmern wir uns um die Schildheinis. Dann um die erste Plattform da oben. Sie machen unserem Schwarm den Gar aus. Habe ich mitbekommen. So. Oh, oh, oh. Hier ist der Kollege, den ich vermisst habe. Feindliche Verstärkung im Anflug. Die Integrität der Hülle beträgt nur noch 50%. Als ob ich das nicht mitbekommen würde. Feinde im Anflug. Sehr gut. Achtung, Captain, wir sind bei 25%. Ich hab's mitbekommen. Gibt dieses verdammte Schiff immer noch? Projektile im Anflug. Wir müssen sie umleiten. Okay. Integrität der Hülle bei 15%. Unternimm etwas. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug Drohnen für diese Attacken. Nein, geht schon nicht mehr. Wir haben jetzt verloren. Oder auch nicht? Moment. Nochmal sammeln.
Schiffe erfasst. Angriff. Funktioniert. Das ist unmöglich! Das Imperium der Vor hat versagt! Der Sieg ist unser. Welch glorreicher Tag für die Dascha. Aru, vielen Dank für eure Hilfen. All dies war nur dank eurer harten Arbeit möglich. Und wir haben Raum zum Atmen. Wo wir gerade beim Thema sind. Natürlich. Blut meines Blutes, gebt das Stammesschiff frei. Oh. Es ist ein Boah. Schiff. Das größte Schiff, das ich je gesehen habe. In der Tat. Es ist eines unserer vier Stammesschiffe und der Stolz der Dashan. Noch liegt es verlassen. Doch schon bald wird es der Menschheit eine neue Heimat bieten. Ich will aber nicht auf einem Schiff wohnen. Wir haben es geschafft. Wir haben eine neue Heimat gefunden. Sie ist vielleicht nicht das, was wir erwartet haben, aber sie erfüllt ihren Zweck. Wir konnten es kaum erwarten, sie uns anzuschauen, nachdem die Dashan die nötigen Modifikationen vorgenommen hatten. Es war atemberaubend. Die Dashan haben ihr Versprechen mehr als gehalten. Es fühlt sich beinahe unwirklich an, endlich wieder Gras unter den Füßen zu spüren und die Blätter in den Bäumen rascheln zu hören. Erst wow, in diesem voll Augenblick schön. Fiel mir auf, wie sehr ich diese Dinge vermisst hatte. Eva konsultierte die Sphäre und nutzte all ihre Forschungsergebnisse, um einen Weg zu finden, das Schiff zurück zur Erde zu bringen. Natürlich sind wir trotzdem ein enormes Risiko eingegangen. Wir wussten nicht, ob das Ganze funktionieren würde und was eine derartige Belastung mit der Sphäre anrichten konnte. Schlussendlich ist es uns gelungen, um Nathaniel zu zitieren, der Prophet ist zum Berg gekommen. Zum Thema Nathaniel. Er und seine Enkelkinder sind endlich wieder vereint. Er hat sie nie erwähnt. Sollte ich mich deswegen beleidigt fühlen? Wie dem auch sei. Er hat bereits damit begonnen, mit den Ältesten über die Zukunft des Ordens zu diskutieren. Kylie hat uns alle tief beeindruckt. Ich wusste, welche Fähigkeiten in ihr schlummern. Ich bin mir nicht sicher, was wir ohne ihre Stärke und Kompetenz getan hätten. Ich bin froh, dass sie uns auf dieser Reise begleitet hat. Natürlich hat alles im Leben seinen Preis. Laut Eva ist die Energie der Sphäre erschöpft und der Schwarm befindet sich in Stasis. Das heißt, kein Schwarm und keine Visionen mehr. Ich stehe dem Ganzen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Die Sphäre hat Eva so sehr verändert. Ich mache mir Sorgen darüber, was mit ihr geschehen wird. Was auch immer die Zukunft bringt, ich werde für sie da sein. So wie sie all die Jahre für mich da war. Unser Bund mit den Dashan hat sich vertieft. Sie nennen uns untereinander jetzt sogar den vierten Stamm. Nathan hasst das natürlich, aber ich mag es. Es sorgt für Zusammenhalt. Im Augenblick helfen sie uns dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Ich bin nicht stolz auf all die Dinge, die wir tun mussten. Aber ich weiß, dass es viel schlimmer hätte kommen können. Vielleicht können wir irgendwie Wiedergutmachung leisten. Ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Die Voa andererseits, sie haben sich zurückgezogen. Zumindest für den Augenblick. Ich befürchte, dass ihre Kaiserin unseren Verrat und unsere Beteiligung an ihrer Niederlage niemals vergeben wird. Schließlich sind sie eine extrem stolze Spezies. Das alles ist jedoch ein Problem für einen anderen Tag. Im Moment kann ich nichts dagegen tun. Aiden ist... Ich schätze, er ist jetzt wirklich nicht mehr hier. Ich bin mir nicht sicher, wie es für mich weitergehen wird oder was ich als nächstes tun soll. Aber ich werde weitermachen. Zumindest um mit eigenen Augen zu sehen, welche Zukunft uns erwartet. Und wer weiß, vielleicht finde ich auf dieser Reise eines Tages auch wieder meinen Bruder. Da ist er. Thank you for playing Drone Swarm. Nicht danke dafür. Geiles Game. Wow. Gänsehaut am Ende. Da kann man mal klatschen. Vielen lieben Dank an dieses unfassbar geile Game. Also ohne Spaß. Selten haben wir so ein Spiel gespielt. Und selten haben wir so etwas
gesehen oder erlebt. Wow. Wir haben unseren Planeten gefunden, der kein Planet jetzt ist, sondern eher ein Raumschiff, auf dem wir leben können. Aber vielleicht finden wir irgendwann einen Planeten, auf dem wir leben können. Bis dahin, bleibt gesund, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.